Hallihallo, willkommen zurück zu Le Minecraft hier in unserem Abenteuerdschungel. Kann ich jetzt bitte mal ein Sapling bekommen dafür? Das wäre schon ziemlich göttlich. Baumstamm, ja, das ist schön, aber wir haben immer noch kein Saatgut dafür, ne? Das ist. Ich könnte auch mal so einen großen Baum fällen. Aber dann müsste ich schön mir ein Treppchen reinhämmern in den Stamm. Dann kommt man da auch problemlos hoch. Die sind irgendwo Entitäten, aber das sind alles bloß Schweine. Nice. So, das nehme ich mir auch noch mal mit. Einfach, dass wir es haben. Wir hängen fest. Ich bin einfach nur hier durch. Dankeschön. So, irgendwas passenderes? Keine Ahnung, Jungle Drum oder sowas. Falls es noch irgendjemand kennt von damals. Oh. Jetzt hat es funktioniert. Weiß der Teufel wieso. Eichenzeug brauche ich nicht. Ja, wir haben Tropensetzlinge. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Aber mehr ist ja gar nicht, oder? Bloß diese Handvoll. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Tempel? Was ist denn das für eine Partymucke? Yeah! Dann würde ich sagen... Wo ist denn... Wir sind 3000 Blöcke gereist. Wir haben das gefunden, was ich wollte. Wir haben 28 Bambus. Ja, noch ein bisschen mehr wäre vielleicht schön gewesen. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr. Eine kleine Unterführung durch den Dschungel. Und wir sind wieder etwas ungarisch. Mein Name ist Hugo. So, habe ich nochmal davon noch etwas mitgehen lassen, weil ich ja so ein alter Langfinger bin. Ich nehme immer mal gerne Sachen mit und gebe sie ungern zurück. So, da war doch unser Trip in die weit entfernten Lande doch gar nicht so nutzlos, ne? Aber das Boot würde ich gerne hier mal in die Hand nehmen. Und dann auch noch die Beine in die Hand, dass wir auch mal ein bisschen wieder Progress in Richtung Heimatweg machen. Oh, da fließt Lava übrigens. So. Haben wir den Dschungel einmal durchquert, würde ich sagen. Na, zumindest fast, ne? Da hinten ist ein Dorf, ein Dschungeldorf. Wie lange hält denn unser Ding jetzt noch an? Noch 35 Minuten hält es noch an. Gucken, wie weit wir zu Boote hier kommen. Hier kann man sogar in die Höhle reinschwimmen, hier, oder? Also mit Boot, ne? Oh, drei Creeper. Alter, Bootsteuerung, Mensch. So. Ja, also manchmal ist die etwas schwammig, die Bootsteuerung. Das heißt manchmal relativ oft. Hier haben wir noch ein paar Höhlchen. So. So, gib mal her das Ding. Dann graben wir uns in die Tiefe für ein Nachtlager. Denn wir müssen jetzt langsam wieder mal stationär werden, dass wir, wenn ein Monster draußen
uns haben, die uns über den Weg laufen. Erstmal ganz kurz einen Schluck trinken. Das tat gut. Hier in dieser Wärme. Es ist immer noch nicht Nacht. Das gibt's doch nicht. Immer noch nicht Nacht. Schön wäre es, wenn man das hier einfach überschlafen könnte, ne? Das wäre auch schön. Aber das funktioniert nicht. Und aber jetzt können wir endlich pennen. Das ist. Was? Wer schneidet denn hier Zwiebeln? Was? Zwiebeln? Warum Zwiebeln? Hier ist sogar ein Haufen Kohle. Will ich noch mitnehmen? Ne, doch. Die will ich noch mitnehmen. Die würde ich verdammt gerne noch mitnehmen. Einfach weil wir noch einen Haufen schmelzen müssen zu Hause, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Denn wir brauchen für die Farm brauche ich Stein, für das Makeover von unserer, also von meinem Lagerhaus brauche ich noch einiges an Steinen. Das wird noch ziemlich steinig werden, das Ganze. Und vor allem schwer. Was ja bei steinig, ne, logisch ist. So, die Kohle haben wir mit, den Stein, ne, da bleibt dort, ja. Oh, da ist die nächste Höhle. Hier gibt es einige große Höhlen. Aber das soll mir jetzt egal sein. Ich will unsere Schätze nach Hause bringen. Also in Anführungszeichen Schätze. Ja gut, wir haben einen Goldblock, ne? Das ist ja fast schon ein Schatz. Wenn Gold in dem Spiel irgendwie wirklich irgendeinen Wert hätte, den man irgendwie den Zuschauer denen zuweist. Außer kann man selten, weil selten ist da auch eher relativ, kann man halt ab einer gewissen Tiefe im Erdboden finden. Das ist halt das einzige, der einzige Wert, den Gold hier in diesem Spiel hat. Da hinten ist auch schon der nächste Fluss für uns. Das ist sehr schön. Da hinten sehe ich Kirschblüten. Aber... Oh, was haben wir denn da Schönes gefunden? Na dann muss wohl irgendwas weichen. Du weichst jetzt einfach mal ganz kurz. Gib mal das Ding her. Das ist seltener, das nehme ich mit. Du bist zwar nicht selten, aber du kommst trotzdem mit. Er wollte mich noch verkohlen. Da hinten sehe ich das sogar noch mehr Emeraldos. Ist doch schon fast, ne? Hat sich doch... Alter, Junge. Hat sich doch fast gelohnt. Ich finde es nur schade, dass man die... Smaragde auch für nahezu nichts gebrauchen kann. Das ist halt sehr... Eisen! Noch besser! Normaler Baumdingens kommt weg, normaler Setzling, und dafür kommt das Eisen mit. Auch immer gern gesehen. Ein guter alter Freund, das Eisen. Das ist sogar noch mehr, Alter. What the fuck? In der Höhle fast gar nichts gefunden und jetzt wäre ich jetzt zugeschissen damit, Alter. Aber soll mir recht sein, soll mir recht sein. Ich nehme das ganz gerne, alles gerne mit. So, du bist ein einzelner Klotz. Und hier ist dann wieder dafür eine etwas größere Ader. Aber schön, dass wir noch... Da ist sogar noch mehr Eisen. Holy shit. Aber Smaragde sehe ich hier keine mehr. Das waren anscheinend alle. Und darum mal ja so viel Eisen als erstmal auf meiner Posaune spielen. Ne? Um das gebührend zu feiern, dass wir Eisen finden. Da geht es sogar noch... Ah! Weiter nach unten in eine Höhle rein. Aber erstmal kommt das Eisen. So. Die Richtung stimmt.
ist alles normaler Schnee, oder? Ja. Das ist alles normaler Schnee, das ist schön. Moment. Ein paar Hühner. Was haben wir denn da vorne Schönes? Ein Turm. Ist es ein Außenposten? Ja, ist es auch, aber den möchte ich ungern jetzt triggern. Obwohl, wie viele Gegner sehe ich denn da? Oder bist du überhaupt ein Gegner? Ja. Ah, du willst mich. Okay, das sind nur drei Mann, oder was? Da hinten ist wahrscheinlich noch einer. Autsch, na komm her. Uno, dos, tres. So, was liegt denn hier Schönes rum? Der Pfeil von ihm wird buchstäblich auf der Map angezeigt. Alles klar. Gibt es bei euch im Außenposten ein paar Truhen? Ja, ich sehe eine Kiste. Autsch. Müsste auch eine Tür irgendwo haben, Alter. So, hier mal ein bisschen ausleuchten, dass es bei euch nicht so finster ist. Ah, die mögen es anscheinend etwas düsterer. Geheimnisvoll. So, was haben wir denn Schönes drin? Karotten, Kartoffeln haben wir drin. Eine Spielervorlage. XP-Fläschchen. Ich muss irgendwas da lassen. Komm, scheiß auf den Flieder. Oh, den will ich behalten. Das kommt mit. So, die Kartoffeln will ich mitnehmen. Den Rest eigentlich nicht. Ist der jetzt da unten neu gespawnt oder? Tschüss. Mann, ist er dämlich. Ja, ist er dumm. Ah, oh, wie schön. Ah, ich kann nicht über die See flüchten, ne? Hinten ist sogar noch so ein Kirschblütenhain, Berghain. Ja, wie auch immer die heißen. Kirschblütenberghain, glaube ich. Cherry Mountain Grove, glaube ich, hieß Eisen hier im Englischen. Muss irgendwie diesen Berg überwinden. Irgendwie. Der Berg, er ruft nach mir. Er will erklommen werden und bestiegen. Ich will doch bloß hier hoch, Alter. Ich will doch bloß hier hoch. Warum lasst ihr mich nicht? Warum lasst ihr mich nicht hier hoch? Nein, ich will doch bloß. Junge, springen! Genau. Einfach immer schön springen, wenn ich die Leertaste drücke. Das kann doch nicht sein, Alter. Ich will doch bloß hier hoch. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben die unglaublichen Höhen erklommen. Und können weit in die Ferne blicken. Wenn die Blickweite auch so eingestellt wäre. So, wo komme ich denn hier hoch? Komme ich hier wenigstens mal weiter in meine Richtung? Wir sind zumindest oben bei den Kirschblüten, aber es wird auch schon wieder dunkel. Es dunkelt mir.
So. Da oben ist ein Schäferlein. Alles klar. So, kann ich hier irgendwo mal meinen ganzen Scheiß hineinladen? Wie zum Beispiel du kannst dort rein. So, dann haben wir mal unseren ganzen Plunder hier abgeladen, den eh kein Schwein mehr braucht. Das Boot kommt mal in meine Schnellleiste rein. Die Kartoffeln kommen hier rein. Könnte ich mich jetzt bitte schlafen legen? Ich bin so weit von zu Hause entfernt, ich will mich einfach nur noch pennen legen. Also die Reise war anstrengend. Jetlag und so. Darf ich jetzt mal bitte... Dürfte ich, liebes, verehrtes Spiel, Dankeschön. Man muss immer höflich bleiben, dann klappt's auch. So einmal... Klatsch, weg, weg. Die Fackel, die nehme ich wieder mal mit, die brauche ich eh nicht mehr hier. Was sehe ich denn da schon wieder? Ja, mein Tod anscheinend. Oh, oh. Oh, oh. Ich da ja nicht, da nach unten fall, bin ich wirklich tot. Erstens der Sturz, zweitens die Lava. Ich will mal gucken gehen. Da geht es aber weit runter in die Erde, ne? Das ist von diesen neuen Höhlen eine. Es waren nur noch 1800 Blöcke bis zu unserer Heimat. Und noch mehr von Emma, hier Tante Emma. Unsere Lieblingskuh. Gib mal deinen... kostbares körpereigenes Gold. Ich stehe auf Kuh und Leder. Nee, wie war das? Ich stehe auf Lack und Leder. Was mit Eber? Weil man diesem Hackfleisch geht. Das kennt bestimmt der ein oder andere. Und Gundula Gause. Ich habe immer Hack zu Hause. Oh ja, das war damals auch so ein Kultlied. Auch mal für später interessant, wenn ich mal wieder eine Höhle erforschen will. Aber aktuell will ich einfach bloß mit dem vollen Inventar nach Hause. Das wäre schon ziemlich gut, wenn das Buch... Oh. So, da sind wir wieder nach dem Absturz. Denn mein Spiel war kurz abgerauscht. Wir sind wieder hier drüben bei dieser Magma-Schlucht, hier bei unserer lauschigen Musik. So, dann will ich diesmal hoffen, dass wir ohne Probleme jetzt diesen Weg schaffen. Danke fürs Anschubsen, Squidward. So, gib mal. Danke fürs Leder. Bald kann ich auch mal wieder ein paar Bücher machen. Ah, nur Fleisch gedroppt, das ist nicht so schön. So, warum auch immer gerade das Spiel abgestürzt ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, glaube ich, nicht, woran es lag. Aber wir sind schon weit gekommen. Nur noch 1750 Blöcke. Genau hier war ich vor uns stehen geblieben, bei dieser Monsterhöhle hier, bei diesem riesen Komplex. Durch den Wald hindurch. Da vorne ist ein Fluss, vielleicht kenne ich ihn ja sogar noch von vorhin, den Fluss. Weil wir gehen, glaube ich, auch einen ganz anderen Weg gerade, ne? Also die Richtung ist zwar ungefähr die gleiche, aber der Weg müsste ein anderer sein. Weil wir ja den Dschungel dann nochmal durchquert haben und von woanders diesen Dschungel verlassen haben. Aber der Fluss hier müsste wahrscheinlich wieder irgendwo uns in Richtung Heimat bringen. Oder? Da vorne ist sogar noch so ein zerstörtes Portal. Dann kann ich vielleicht noch mal ganz kurz gucken gehen. Noch 20 Minuten hält dieses drohende Unheil an. Ja, das müsste ein neues Portal sein. Das heißt, wir sind tatsächlich einen anderen Weg gegangen als vorhin. Das ist schon mal gut zu wissen.
So, was laufen denn hier für Gestalten rum? Sind das Tiere? Das sind bloß Tiere. So, Kiste. Gibt es eine? Ja, es gibt eine. Eisenklumpen. Haltbarkeit. Missionsschutz ist eigentlich alles nicht so geil, ne? Dann würde ich sagen, reisen wir weiter gen Heimat. Der Fluss hört schon wieder auf. Aber es sind nur noch 1400 Blöcke. Das ist schon mal, ja, nah. Das ist schon sehr, sehr nah. Erstmal wieder mal ein Brötchen für die gute Laune und für den Wegesproviant. Dann müssten wir auch wieder bald das, laut Map, das nächste große Gewässer erreichen. Hey! Ich schlachte dich wie eine Kuh. Ja, da hinten ist auch wieder schon wieder ein Ozean. Der Atlantik, hoffentlich. Denn der Atlantik ist bei uns in der Nähe. Zumindest in Riel, ne? Ist ja der Atlantik unser angrenzender Ozean. Ah, hier höre ich wieder ein Skelett irgendwo. Aber ich möchte eigentlich ungern irgendwo, wo man nach unten stürzen kann, einem Bogenschützen begegnen. Da hinten sind Schildkröten. Wir sind wohl auf den Galapagos-Inseln, oder was? Oh. Das ist auch schon das nächste, was ich mitnehmen will. Verdammt, ich kann nichts wegschmeißen. Ich kann wirklich nichts weghauen. Oh, das ist... Komm. Das ist ein Erdklumpen. Ich will gern das hier mitnehmen. Sehr schön. Das brauche ich nämlich auch für meine... mein Vorhaben mit diesen Jetstreams. Denn diese Jetstreams, dass man, dass die einen, die Strömungen halt so hoch und runter ziehen, geht nur, wenn da der Wasserblock kein fließender ist, sondern ein vollständiger. Und wenn man die wachsen lässt von oben nach unten, dann zerstört, dann werden die Blöcke dann zu vollständigen Wasserblöcken. Oh, wir sind jetzt in Texas. Das klingt zumindest ziemlich texanisch. Howdy! Welcome here in Texas! Cowboy Partner! Was, so langsam müssten doch mal ohne eine Wüste. So langsam sollten wir aber mal in bekannten Gefilden sein. Es sind noch 700 Blöcke bis. Ist Heimat. Ne? So langsam müssen wir doch mal ein paar bekannte Fleckchen Erde sehen. Oder zumindest ein paar bekannte Fleckchen Wasser. Wir haben ja unsere Heimat über per Boot verlassen. Ne? So langsam müsste also mal irgendwie, ne, eigentlich mal sowas passieren dahingehend. Erstmal wieder was snacken, ne? Und dann geht es weiter durch die Savanne. Die glühend heiße Savanne. Da ist auch wieder ein kleines Fleckchen Schwarzeich. Das müsste unsere Schwarzeiche sein, ne? Das müsste unsere sein. Die ist noch, ja genau, die ist relativ klein. Das müsste theoretisch und nicht nur theoretisch unsere Weide sein. Das heißt, ich kann das ja mal ganz kurz deaktivieren. Das ist ja, Weide in Anführungszeichen. Das ist unser Grasland, was da genau da vorne ist auch schon unsere Baustelle gewesen von damals. Noch. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Dschungel gefunden. Und alles, was ich für meine nächsten Bauprojekte brauche, vor allem Sachen, die man anbauen kann, haben wir gefunden. War doch mal erfolgreich, oder? Jo, Alter, das war auf jeden Fall erfolgreich. Lang nicht mehr hier gewesen. Das heißt, gut lang, ne? War vor einer Folge war das noch. Oh, hier ist sogar Kohle, die ich übersehen habe. Du hast da Kohle übersehen.
Ja, in dem Fall sogar wirklich. In dem Fall sogar wirklich. Texanische Kohle. Rennt besser und länger. Dann gibt man ja den guten Kohlestoff hier, Alter. Kann ich ja wieder ordentlich was schmelzen. Ja, das wird alles mal, glaube ich, irgendwann mal. Es muss noch mehr eingeebnet werden, also noch tiefer. Dann kann das tatsächlich mal irgendwann mal zu einem wunderschönen Dörflein werden. Zumindest ist das der Plan, also, ne? Falls ich den nicht irgendwann mal verwerfen sollte, wenn es zu lang dauert. Aber ich glaube, noch mindestens 3 Blöcke tiefer wird das Ganze noch. Ich weiß noch nicht, ob ich die ganzen Grabarbeiten im Let's Play live mache, oder ob ich dann einfach sage, okay, fuck it, das mache ich offline, weil das dauert uns einfach zu lange. So, hier kommt der Scheiß rein. Einfach, weil wir es jetzt haben. Grünzeug. Das kommt hier rein, das kommt hier alles rein. Dann Bodenschätze. Kommt das Kupfer rein. Du kommst hier auch rein. So genau wie das Raw Iron. Moment. Einfach weil wir ja die Öfen haben. So. 64, 56. Das müsste genau reichen. Und für dich. 8, 16, 24 reicht auch ganz genau. Dann kommt unser Bettchen wieder mal dahin, wo es vorher gestanden hat. Respawn-Punkt ist gesetzt. Moment, Grünzeug. Du kommst ja noch mit rein. Ne, du nicht. Du bist Essen. Kommst du Nahrung mit rein. Kann ich jetzt manchmal ganz kurz. Oh, noch nicht ganz. Ja, das Fleisch muss auch noch in die Essenskiste rein. Das kommt noch hier rein, das ja auch. Aber jetzt. Nein, warum nicht? Warum lässt du mich nicht pennen, Alter? Komm schon, die Reise war weit und anstrengend und hast du nicht gesehen. Und vor allem etc. und pp. Dürfte ich bitte mich ins Bett legen? Frag doch einfach nochmal. Dürfte ich mich bitte ins Bett legen? Okay, hat funktioniert. Dank der magischen Miesmuschel. So, dann werde ich jetzt mal aber die Episode beenden und bis zum nächsten Mal bei Le Minecraft und bis dahin gehabt euch wohl.